Hi, wir sind heute in Großwaldstadt auf unserer Dachterrasse. Wir grillen heute. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir haben hier einen fleischgewordenen Traum, ein Tomahawk. Dazu machen wir eine kleine gegrillte Kartoffel, eine Relish aus gegrillter Weinbergpfirsich, Chili, Petersilie, ein paar Cashewkernen, Zitrone, unseren Ahornsirup und Frühlingszwiebeln. Bleibt dran und viel Spaß! Für das Fleisch nehmen wir einfach nur etwas Meersalz, etwas Pfeffer, ölen es davor und dann packen wir es einfach auf einen glühend heißen Grill. Das ist alles. So, wir haben mittlerweile unser Tomahawk Steak schön gegrillt, von beiden Seiten, auch die Fettseite oben mitgenommen. Wir haben es jetzt auf unseren Smoker gelegt bei 120 Grad zum Ruhen, damit es sich entspannen kann. Wir haben darauf geachtet noch, dass wir das auf den Knochen legen, weil der Knochen dann schön die Wärme nach innen leitet. Jetzt gehen wir zu Relish, dafür schneiden wir jetzt uns ein paar Pepperonis, schneiden jetzt den Pfirsich und dann grillen wir sie schön. Wir haben jetzt mittlerweile unseren Frühlingslauch gegrillt. Unsere leckere Weinbergpfirsich ist auch gegrillt, hat schöne Röstaromen, ist auch schön weich geworden. Wir gehen zu Relish direkt über. Wir schneiden jetzt alles. Wir haben jetzt drin den gegrillten Pfirsich, den gegrillten Lauch. Dem haben wir ordentlich Farbe gegeben, haben aber auch geschaut, dass die Pfirsiche schön weich sind. Haben den Pfirsich und den Frühlingslauch zusammengehackt, dazu etwas Cashewkerne noch dazu gegeben, die auch mitgehackt. Abgeschmeckt haben wir mit Salz, Pfeffer, unserem leckeren Ahornsirup, Öl, Limettensaft und Limettenabrieb. So, wie ihr seht, haben wir das Fleisch rausgeholt. Wir haben es in ein Alufolienbett gepackt. Hier kann es etwas ausruhen, die Fleischsäfte zirkulieren lassen und dann wird es schön rosa hoffentlich gleich sein. In der kurzen Zwischenzeit machen wir kurz unseren Kotsu-Salat fertig. Wir haben die Karotten drin, wir haben den Lauch drin. Wir geben jetzt noch etwas Schmand rein, um es zu binden. So, in Zukunft etwas Saft von einer Zitrone. Für etwas Säure. Den Abrieb einer Zitrone. Und etwas Frühlingslauch. So, hinein. Etwas durchschmecken. So, und dann würde ich sagen, guten Appetit.